Hey, was geht ab? Ignaz hier. In diesem Video möchte ich dir die Unterschiede erklären zwischen aktivem und passivem Einkommen und warum ich der Meinung bin, dass du passives Einkommen generieren solltest, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Um dir das Ganze ein bisschen besser erklären zu können, werde ich auf den Cashflow-Quadranten eingehen. Vielleicht kennst du diesen bereits aus den Büchern von Robert Kiyosaki und seinen Rich Dad Poor Dad Büchern. Er funktioniert so. Oben links hast du das A, welches für Arbeitnehmer steht. Unten links hast du das S, welches für Selbstständiger steht. Oben rechts das U für Unternehmer und unten rechts I für Investor. Wenn wir uns jetzt die andere Spalte ansehen, dann ist das meiner Meinung nach die perfekte Definition für passives Einkommen. Sei das als Unternehmer zum Beispiel durch den Verkauf von physischen oder digitalen Produkten. Schauen wir uns jetzt mal die Vor- und die Nachteile an, damit du besser verstehen kannst, warum ich der Meinung bin, dass passives Einkommen zu generieren dein Weg zur finanziellen Freiheit ist. Die Vorteile von aktiven Einkommen sind zum einen, dass du monatlich ein geregeltes Einkommen hast. Egal, ob du krank bist oder in Urlaub fährst, du weißt, du wirst ein geregeltes Einkommen bekommen. Wobei die Selbstständigen hier natürlich das Problem haben, dass wenn sie krank sind oder in Urlaub fahren und in dieser Zeit nicht arbeiten, dass sie natürlich auch nicht dafür bezahlt werden. Die Nachteile auf der anderen Seite sind meiner Meinung nach, dass du eine sehr lange Zeit arbeiten musst, damit du ein klein wenig mehr Gehalt kriegst. Wir reden vielleicht von 1.000, 2.000 Euro mehr. Und das andere ist natürlich, dass umso mehr du arbeitest als normaler Arbeitnehmer, dein Gehalt hier nochmal viel mehr versteuert wird. Und du am Ende des Tages eigentlich umsonst gearbeitet hast. Mehr oder weniger für den Staat. Zum Abschluss kann man also sagen, dass du deine Zeit gegen Geld tauscht. Das ist aktives Einkommen. Beim passiven Einkommen hast du den Vorteil, dass du nicht deine Zeit gegen Geld tauscht, sondern für einen gewissen Zeitraum deine Zeit, Energie und vielleicht auch dein Geld in ein Projekt steckst, sei das nun ein physisches oder ein digitales Produkt. Und wenn es einmal fertig und veröffentlicht ist und Kunden es kaufen können, dann kannst du praktisch gesehen im Schlaf Geld verdienen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Der Nachteil allerdings ist, dass passives Einkommen nicht einfach nur bedeutet, dass du einmal etwas tust und dich dann nie wieder darum kümmern musst und das Geld einfach immer und immer weiter einrollt und auf dein Bankkonto einfließt, sondern dass du gerade zu Anfang übertrieben viel Action machen musst und übertrieben viel Zeit und Arbeit und Energie reinstecken musst, damit sich deine verschiedenen passiven Einnahmequellen zusammen addieren und am Ende Monat für Monat dein Konto füllen. Was uns zu den wohl zwei ausschlaggebendsten Vorteilen bringt. Zum einen tauschst du deine wichtige Lebenszeit hier nicht direkt gegen Geld ein, weil du deine Zeit und Energie für ein paar Wochen oder Monate in dieses Projekt steckst und später davon über längeren Zeitraum Einnahmen generierst. Und weil das meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit ist, wie du mehr Geld verdienen kannst, ohne dass der Staat dir das meiste davon abzieht. Denn als Unternehmer kannst du auch Ausgaben deklarieren, die eigentlich, wollen wir mal ehrlich sein, Dinge sind, die du dir sowieso geleistet hättest. Aber dadurch, dass du sie als Ausgabe deklarierst, sparst du Steuern. Und das ist nur einer der legalen Tricks, den wohlhabende Menschen benutzen, um noch reicher zu werden. Nun ist es nicht so, dass ich behaupten würde, dass ich bereits einen Punkt erreicht habe, an dem ich finanziell frei bin. Das leider noch nicht. Aber konnte ich mit dieser Denkweise bereits schon 1.000 Euro nebenbei verdienen, Monat für Monat. Und ich will dir zeigen, wie du genau das Gleiche tun kannst. Deswegen, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, hinterlass ein Like und in einem meiner nächsten Videos werde ich darauf eingehen, welche Möglichkeiten bestehen, um passives Einkommen online zu generieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.